ich bin dem Truppe voll auf den Leim gegangen, ne? Wie man sieht. Ja, ich habe gedacht, ich habe da zufällig gesehen, und zwar bei Instagram, dass er ein Angebot hat mit seinem wasserfesten Holzleim. Und ich gehe davon aus, dass der sehr gut ist, weil sonst würde der Truppe den ja nicht benutzen. Und 1000 Gramm war echt preiswert. Irgendwie weiß ich gar nicht, wie viel Prozent. 25% oder so. Also wirklich ein tolles Angebot. Habe ich gedacht, Leim kannst du immer gebrauchen. Und dann habe ich mal direkt 3 Püllekes bestellt. Ne? Ja, das nur mal so am Rande. Und die Lieferung war recht schnell. Da ist aber noch was drin. Da zeige ich euch aber gleich erst. Ja. Jo. Ja, viele haben mir geschrieben, aufgrund meines letzten Videos, wo ich die Absaugung gemacht habe, ne, mit der Matrix. Ja. Und dann haben viele geschrieben, Uli, geiles Ding, schick gemacht, super, funktioniert, aber da muss ein bisschen Luft dran, Junge, sonst geht das Ding mal irgendwann, ne, gibt es den Geist auf. Also zwei Dinge dazu. Punkt 1, den benutze ich nur, wenn ich mal kurz fräse, wenn ich mal kurz schleife oder wenn ich mal 2 Löcher bohre. Also immer nur ein paar Minuten und nicht, ich sag mal jetzt richtig lang. Von daher denke ich mal, ist das jetzt nicht ganz so Brannigan. Ne? Aber ich habe natürlich trotzdem reagiert und habe mir hier so ein Teil bestellt. Wenn das nicht reichen sollte, dann werde ich da noch Erweiterungen vornehmen. Und zwar, damit da frische Luft drankommt, habe ich mir so ein Luftgitter bestellt. Ne? So, jetzt will ich mal direkt gucken, was haben wir denn hier für einen Durchmesser? 9,5, 6, 7, 9,8. Das heißt, ich muss in die Rückseite ein Loch von 9,8 reinbohren, schneiden. Jedenfalls muss das Loch da rein. Ne? Und ich würde sagen, das machen wir mal jetzt. A little bit größer muss der sein, der Bit, ne? Ja, schauen wir mal, ne? So, dann haben wir das auch erledigt und dann können wir den wieder an seinen Platz bringen.
das Kabel hier, das muss ich ordentlich verlegen. Aber im Moment benutze ich das ja noch nicht so. Ne? Weil ich warte ja noch auf die Anschlüsse für die Geräte. Ne? Ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt ist mein Kreisschneider. Der ist nicht schlecht. Damit habe ich auch schon hier und da gute Kreise machen können. Ne? Aber das gibt eben so, also die, was mich wirklich nervt, ist, dass ich, wenn ich einen Kreis machen will, dass die Einstellung hier mit den Imbusschrauben, ne, dass ich da hier das dann mit viel Kraft lösen muss und die Einstellung der Genauigkeit lässt dann teilweise auch zu wünschen übrig. Ich glaube, ich habe da mehr Glück als Verstand gehabt, nicht? Wenn ich das korrekt eingestellt hatte. Ja. Und viele werden sich jetzt vielleicht schon denken, was hat er denn da gemacht? Ne? Ich habe es gemacht, ne? Ich habe ihn mir gekauft, bestellt. Das ist die Version 2 vom Kreisschneider, vom Truppe, vom Let's Bastel. Konnte nicht widerstehen. Ich stand zum Beispiel früher immer auf Ferrari, stehe ich heute noch. Ne? Und ihr wisst ja, ein Ferrari ist rot, red. Der will gar nicht raus, der Ferrari. Ja, ja, da ist er. Ich habe ihn mir gekauft, bestellt. Das ist die Version 2. Vom Kreisschneider, vom Truppe, vom Let's Bastel. Super deutlich abzulesen im Vergleich. Ne? Das spiegelt im Licht und dann musst du genau gucken. Wie gesagt, es geht auch hiermit. Aber das, was mich am meisten hier begeistert ist, ist das hier. Ja, also ich kann hier wirklich 60, 1, 5, also ich kann hier wirklich so genau einstellen. Ja, so halte ich das fest, dann drehe ich das hier fest, andere Seite auch. Wunderbar. Und was sollen wir jetzt nur reden? Thank you.
ich würde sagen, das Ergebnis spricht für sich. Und ja, ich habe jetzt hier einfach mal so ein Reststück genommen, weil ich will natürlich jetzt keine gute Platte hier mit einem großen Loch versehen, was ich jetzt gar nicht brauche. Ne? Ja. Man kann sich darüber streiten, ne? Ob das zu teuer ist oder nicht zu teuer ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also mir war das die Sache wert, in Zukunft wirklich akkurate und tolle Kreise zu schneiden. Ja, und das Schöne an der ganzen Sache finde ich, dass das hier so eingebackt ist. Ne? Weil jetzt mache ich erstmal einfach nur hinten Klebestreifen drauf und pack mir das hier so dran. Doppelseitiges Klebeband. Ja, hat ja doch einen wunderbaren Platz. Ne? Und weil ich ein Hornochse bin, steht er jetzt um den Kopf. Nee. Aber ja, dann hat er jetzt hier schön an meiner Bohrmaschine seinen Platz gefunden. Nee. Ja, Freunde, wir haben 6:30 und es hat gerade geklingelt und es sind 2 Pakete gekommen. Ich habe aber eigentlich gar nichts mehr bestellt. Tja, mal gucken. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Kommt ja schon mal vor in meinem Alter, ne? Ein Dremel. Also den habe ich definitiv nicht bestellt. Aber ich weiß, den habe ich auf der Liste gehabt. Boah. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Der war auf meiner Wunschliste. Und den hat mir der McCramer. Der hat mir den geschickt. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Also, Mac, vielen, vielen Dank. Also, das ist ja mal eine Überraschung. Ich finde ja den total cool. Ah, komm, nicht alles kaputt machen, immer schön gucken. Ne? Du Zerstörer. Sehr, sehr geil. Was haben wir hier noch? Beschreibung. Diverse Scheiben. Ja, davon habe ich jede Menge von dem Zeug, ne? Ah. Stecker vom Netzteil. USB-Kabel. Ja. Also, ja, ich bin da jetzt so ein bisschen sprachlos. Ne? Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Finde ich total cool. Der ist schön griffig. Ich habe mal früher, ich habe in meinem Leben schon so viel gemacht. Ich habe zum Beispiel früher mal Gläser geschliffen. Und zwar, ich war mal eine Zeit lang, also doch einige Jahre war ich beim Kaufhof tätig und in der Fotoabteilung. Und da war so eine Sonderfläche und da saß einer mit einer Zahnarztmaschine, so sah die jedenfalls aus, und hat dann so Gläser graviert. Das heißt, da konntest du hingehen und sagen, hör mal, ich brauche ein Geschenk für meine Mutter oder für meine Schwester. Und dann konntest du dir ein Glas aussuchen, dann hat der da schön graviert, ne? Alles Gute, Mama, und vielleicht noch ein. Und das fand ich so spannend und so interessant. Und dann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kannst du das auch. Und dann habe ich mir eine alte Zahnarztmaschine besorgt, dann habe ich mir Gläser besorgt. Am Anfang habe ich auf alten Gurkengläsern graviert.
Ja, und irgendwann habe ich einen Flohmarktstand gehabt und bin damit von Flohmarkt zu Flohmarkt und habe teilweise 200, 300 Gläser auf dem Flohmarkt verkauft, ne? Mit Gravur, ne? Ja. Und ich glaube, von der Umdrehungszahl, ja, der macht 25.000, das reicht. Ich glaube, das werde ich nochmal probieren, Glas gravieren, ne? Aber viele andere schöne Sachen kann man damit machen. Ich habe so ein Ding mal von Parkside gekauft und ich muss ganz ehrlich sagen, das war leider Schrott. Auch wenn es gute Sachen von denen gibt, aber das Ding war Schrott. Ja, super geil. Also, vielen, vielen Dank. Bin ich wirklich total baff. Tolles Ding. Ja, mal gucken, was hier noch drin ist. Ne? Weil das habe ich auch nicht bestellt. Du bist verrückt, Mac. Das ist auch vom Mac-Cremer. Du bist echt verrückt. Womit habe ich das verdient? Oh, das ist auch was ganz Tolles. Mama mia. Oh, ja, ist das schon Weihnachten? Nee, also... Da muss ich die Kamera ranholen, ne? Eine Hanzo Japansäge. Das ist ein ganz feines Gerät. Und hier ist die Sicherung. Dann kann ich die wieder zumachen. Ich habe ja schon so eine einseitige mit dem gleichen Verschluss. Sehr, sehr edel. Ja, also ihr kennt mich ja sonst immer, dass ich quassel und quassel und rede und rede. Aber jetzt bin ich doch schon... ein bisschen sprachlos, ne? Ich kann nur noch mal sagen, super und vielen, vielen lieben Dank. Da die werde ich also in Ehren halten und mit Sicherheit sehr viel einsetzen. So kommt die hier hin, ja. Und ja, genauso natürlich den Dremel, den kann ich auch richtig gut gebrauchen. Da werde ich in Zukunft sehr schöne Sachen machen können. Ja, und dann werde ich immer an dich denken. Also, Mac-Cremer, Cremer mit C. Vielen Dank nochmal und was soll ich jetzt noch sagen? Ich würde sagen, man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Das gilt bei Feiern so, das gilt bei Partys so und vielleicht gilt das auch bei dem Video so. Ne? Und ja, ich möchte mich nochmal bedanken, der Kanal wächst und wächst. Also ich kriege im Moment wirklich sehr viele neue Abonnenten dazu. Ich habe auch neue Mitglieder. Also ich habe mich um 100% gesteigert mit meinen Mitgliedern. Ne? Wenn ihr da Lust habt, Mitglied bei mir zu werden, bei Ulis Blickwinkel, dann guckt doch mal unten. Da gibt es einen Link. Und ja, also Mitglied werden ist jetzt nicht teuer. Ich habe das also wirklich auch so eingerichtet, dass es sehr, sehr günstig ist. Ist eine kleine Unterstützung für den Rentner. Ne? Okay, noch arbeite ich. Aber in 2 Jahren, wenn ich aufhöre, ja, was soll ich sagen? Mal gucken, wie weit wir kommen. Ne? Ja, ich rede mich gerade wieder um Kopf und Kragen. Ne? Ich sage einfach mal Tschüss und bis zum Sonntagvideo. Gehabt euch wohl. Und eine schöne Restwoche.